Hier stehen wir an der Sorte Kuba von der Saatzuchtgut Bütow. Kuba ist eine mittelfrühe Sorte, die sich ideal für frühe Rodetermine eignet. Die ist also im Vergleich zu anderen starken Kartoffelsorten schon relativ weit fortgeschritten, was man im Kraut vor allem Dingen sieht, da die Reife einfach sehr weit schon ist. Die Knollenform ist oval, die Größe der Knollen groß, die Augenanlage mittel. Wir haben bei der Kuba einen hohen bis sehr hohen Ertrag bei hohen Stärke gehalten. Kuba zeichnet sich durch herausragende Gesundheit aus. Sie hat die beste Krebsresistenz und Virusresistenz. Hier vor allem Dingen bei den Pathotypen 1, 2, 6, 8 und 18 in Deutschland geprüft und als absolut resistent eingestuft. Sie bietet eine gute Grundresistenz bei den Nematoden. Hier ist sie resistent bei den Pathotypen 1 und 4. Sie hat eine sehr gute Kraut- und Knollengesundheit, eignet sich deswegen auch für etwas schwierigere Standorte, hat gleichmäßige Sortierung, ist im Lager sehr stabil und vor allem Dingen bei erhöhtem Lausflug auch eine sehr gute Y-Virus-Feldresistenz.